So, ich bin der Ramses und ihr seid der Kesto, oder wie das heißt. Jetzt haben wir wieder 10 Leute vermischt in einem Dings drin, denn eigentlich heißt so, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, denn heute ist Valentinstag. Lasst Liebe in euer Herz hinein, das Herzelein pochet. Ich nehme das natürlich am Montag auf, damit ich das am Dienstag schon fertig habe, weil wer setzt sich früh um 10 hin und frisst Backcamembert? Ich nicht. Bei uns ist es jetzt 11 und deswegen wird jetzt Backcamembert gegessen. Wir waren, ich mit Pupsi, im Lidl war das, glaube ich. Lidl? Aldi? Ich weiß es nicht. Es war irgendwas auf jeden Fall, da habe ich was gefunden. Da gab es Chicken Donuts. Da dachte ich, wow, die sehen richtig genial aus. Aber 8 Euro für eine Packung Chicken Donuts ist mir dann doch zu viel. Und damit ich überhaupt irgendwas Donutartiges habe, habe ich gesehen, es gibt sogar Back Camembert Donuts. Und durch einen Zufall standen direkt daneben unsere Backkäseherzen. Nur für kurze Zeit und das passt, weil Valentinstag ist. Und dann hat man die fürs thematische Video mitgenommen. Und die hat man mitgenommen, weil das einfach Donuts sind. Und die möchte man jetzt testen für das Video und gucken, wie die schmecken. Hier ist sogar, glaube ich, steht das nicht irgendwo? Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt gesagt, hier ist Preiselbeer-Tipp dabei bei diesen Herzen und bei diesen Donuts ist irgendwie nichts dabei, aber das sehen wir ja gleich. Wir machen mal die Donuts auf, wir werden das Ganze im Backofen zubereiten. Kommt von der Firma Alpenhain, sind 8 Stück bei beiden drin. Sieht auf jeden Fall gut aus. Guckt es euch nochmal an. Das sind die Donuts. Backcamembert kann man mal essen. Vielleicht kann man auch eine Spicy-Variante naschen mit Mad Dog-Soße und Käse. Ist bestimmt interessant. Habt jetzt hier so ein kleines Tütchen. Da sind die gebackenen Camembert drin. So, die werden wir jetzt auf ein Blech legen, in den Ofen reintun. Und hier zeigen wir euch nochmal die Herzen. Wie gesagt, da ist kein Dip dabei. Das heißt, ich muss mir sowieso scharfen Dip holen und dann in mich reintun. Hier ist Dip dabei. Bei den Herzen und dann auch noch gleich 2 Dips mit Preiselbeeren. Wildpreiselbeeren. Das ist ja das Typische, was man dazu isst. Hier seht ihr nochmal die Verpackung. Back, Käse, Herzen. Und hier sehen die aus. Man könnte denken, das sind Chicken Nuggets. Lasst es euch nicht veräppeln. Das ist Käse. Und jetzt ab in den Ofen damit. So. Adi Schatz, alles Gute. Backcamembert, kamen. Hoppa, Adi, guck dir das mal an, das Saubeidel. Ey, da fliegt der Käse aus die Löcher raus. Oh mein Gott, das Papier wird braun. Vielleicht hätte ich ein neues nehmen sollen. Hört man es, wie es knuspert und Geräusche macht. Das ist bestimmt noch gefroren auf der Seite. So, der Bursche hat seine Mütze aufgesetzt. Ach, ich meine die Jacke ausgezogen, was ein Pullover war. Wir haben jetzt hier diesen Teller mit dem Backcamembert. Hier sind die Donuts, da sind die Herzen. Das ist die Valentins-Edition mit 2-mal Wildpreiselbeeren. Sieht das nicht toll aus? Eigentlich müssen wir das ja nochmal so halten für das Thumbnail, dass wir den Teller haben und dass wir diese Nuggets haben, was keine Nuggets sind, sondern einfach nur Käse. Ich habe mir jetzt gedacht, das sind ja 4 Stück für jeden, weil Mama ist da. 8 Stück insgesamt, 4 für jeden. Ich werde einen so probieren, einen mit Preiselbeer-Dip probieren, einen mit Sriracha Chili Soße probieren und dann einen mit dem Mad Dog und das bei einem Hotdog, bei einem Donut und bei einem Herz. Kommen wir also mal zum Donut. Wir nehmen uns einen Donut und probieren einen Donut einfach mal so. Schmeckt ja total bitter. Innen drin. Und wie es der Camembert halt so macht.
Also ohne Dip, ohne alles schmeckt das irgendwie total furchtbar. Das muss ich schon sagen. Deswegen kommen wir zur Stufe 2. Einen neuen Donut mit Preiselbeeren. Alles, was gerade eklig war, ist jetzt so wunderbar. Dieses süß-säuerliche von den Preiselbeeren, was sich mit diesem bitteren von dem Camembert vermischt, ist so eine geniale Kombination. Ist schon richtig, dass da immer Preiselbeer-Zeug dabei ist. Das Einzige, was bei süß, sauer, bitter Zeugs alles irgendwie fehlt, ist halt scharf. Deswegen nehmen wir jetzt mal den dritten. Probieren den mal mit Sriracha-Soße. Wenn wir hier so einen Kringel mit Soße außen rum machen, der sieht dann ungefähr so aus. Ob ihr es glaubt oder nicht, das hat ja auch so eine irgendwie eine kleine Essignote, was auch irgendwie dazu passt. Plus halt eine scharfe Note. Schmeckt mir sogar jetzt gerade noch besser als Preiselbeeren. Also wenn ihr Preiselbeeren wollt, nehmt die. Ich esse ab jetzt immer Sriracha dazu. Aber wir müssen natürlich noch den ultimativen Test machen. Mit der Mad Dog 357 Soße in der Silver Edition aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt. Da müssen wir jetzt aber wieder vorsichtig sein. Wir nehmen uns wieder hier einen Donut und einen Tropfen dürfen wir nur da drauf machen, denn die hat es in sich. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Da hat das Herz, das Solo-Herz, was danach kommt, auch noch was davon. Hier die Maddox-Soße. Oh, mit Original Winter-Feeling, Pflaumen-Feeling. Immer noch. Und der Käse, der ist immer auch richtig schön heiß. Noch eine ganz lange Zeit ist er richtig schön heiß. Also nochmal schön die Rezeptoren angreift und aktiviert. Also die Maddox-Soße richtig schön durch. Entzündet, aber wir kommen zu den Herzen, denn die müssen wir ja auch testen. Ein Herz nochmal, ohne irgendwas, einfach nur, um die Maddox noch weiter zu spinnen, wenn jetzt hier ein heißes Herz dazukommt. Also irgendwie reguliert das gerade ein bisschen, nimmt ein bisschen die Schärfe raus. Ich glaube, das ist sogar, wenn mich nicht alles täuscht, vielleicht ist das sogar anderer Käse. Back-Camembert-Ringe. Die Donuts sind Camembert, steht ja auch drauf. Und der Back-Käse ist kein Camembert. Das ist Back-Gouda. Back-Gouda-Herzen. Deswegen schmeckt dieser Käse viel besser. Der ist nämlich auch nicht so bitter wie der Camembert. Back-Gouda, die bessere Kombination. Also kauft euch lieber die Back-Käseherzen mit Gouda statt den Back-Camembert. Deswegen gibt es da natürlich auch kein Preiselbeer-Zeugs dazu. Wir essen das mal kurz fertig hier. So, wir wollen trotzdem ein zweites Herz probieren mit Preiselbeeren. Einfach mal hier drauf gezimmert. Guckt euch das an. Also dieses leicht süßliche und säuerliche von den Preiselbeeren legt sich schön auf die Zunge und gibt zu dieser Schärfe diesen süßen Geschmack, der auch irgendwie zusammenpasst und passt auch trotzdem, obwohl es nicht dabei war, zu diesem Gouda, Back-Gouda dazu. Aber wir haben ja noch zwei Herzen vor uns. Ich glaube, statt Chicken Nuggets, sich ein kleines Chicken Nugget Paket machen, kann man sich jetzt immer sowas machen, obwohl das natürlich viel teurer ist. Und viel aufwendiger. Das andere knallst du nämlich einfach kurz in die Mikrowelle. Hier, das machst du in der Pfanne oder im Ofen. Wir haben jetzt hier ein scharfes Herz. Das nächste Herz mit scharf dran. Mit Sriracha-Soße. Ein Bruder wird gerade wieder Feuer geschürt im Mund. Aber hat auch dazu gepasst. Also ich staune immer mehr, zu was man diese Sriracha-Soße alles nehmen kann von Flying Goose. Leider diesmal nur eine kleine Flasche. Bin ja mal gespannt, ob ich irgendwann mal so ein Paket mit allen Sorten habe, um die alle mal zu vergleichen. Und jetzt auch hier als letztes die Mad Dog Soße 357 Silver Edition aus 6 Millionen Scoville Extrakt. Ein Tropfen von dieser Soße hier drauf.
hängt noch was. So. Ein Tropfen hier drauf reicht für einen ganzen Topf Bohneneintopf. Nicht nachmachen, ne? Esst mit Genuss. Also auch den zweiten Madoc-Ding haben wir überlebt, aber ich muss sagen, die Madoc passt gar nicht zu den Herzen. Das liegt wohl am Käse. Zu Backhammenbär kannst du die noch essen, zum Backgouda kannst du gar nicht essen. Da bleibe ich lieber mit der Madoc-Soße bei den Nuggets. Die Sriracha passt überall. Das Preiselbeer-Zeug passt auch überall. Und so solo essen am besten die Herzen, nicht den Backhammenbär. Wie esst ihr euren Backhammenbär? Schreibt es mal rein. Habt ihr was Schönes besorgt für eure Freundin? Schreibt es mal in die Kommentare. Und fröhlichen Valentinstag natürlich. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.